Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und ja, natürlich mit mir, dem Marc von Alles und Whisky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine richtige Menge Neuigkeiten, was Neues am Markt ist in diesem Monat, nur hier aus Deutschland. Wir brauchen gar kein Whisky von irgendwo aus der Welt, wir haben so viel gutes Zeug bei uns. Und wir haben natürlich nicht nur gutes Zeug, wir haben auch ganz tolle Gäste. Wir haben heute zwei Leute sogar, ja. Hatten wir schon mal zwei Leute, Jason? Ich glaube nicht, ja, oder? Genau, Mittermalt waren die zu zweit auch. Ja, genau, natürlich. Dieses Mal haben wir den David und den Christian von Störtebeker. Wir gehen nach Mönchgut, wir gehen auf die Insel Rügen, wir gehen zur Störtebeker Brennerei und hören dort, was es dort Wunderbares Neues gibt. Und vor allem wird nach knapp 400 Jahren die Hanse mit Störtebeker versöhnt. Darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Aber vorher gibt es noch kurz Werbung, nämlich von unseren Freunden von der Sauerländer Edelbrennerei. Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist Thomas Lesniowski, einer der drei Jungs aus dem Sauerland von der Thousand Mountains German Whisky Distillery. Wir wünschen euch bei der heutigen Folge Made in Germany, dem Whisky-Podcast von Marc und Jason, sehr viel Spaß und schöne Unterhaltung mit den Jungs von der Störtebeker Brennerei aus dem Norden Deutschlands. Und ansonsten eine schöne Vorweihnachtszeit und zieht euch warm an. Und wenn euch kalt wird, dann trinkt einen guten deutschen Whisky, vielleicht sogar aus dem Sauerland. Viel Spaß und geile Zeit. Ja, wie Marc gesagt hat, es gibt schon einige Neuerscheinungen jetzt hier in Deutschland. November 2024 fangen wir gleich mit St. Kilian an, mit deren Sonderabfüllung Weihnachtsedition 2024, Feliz Navidad. Das ist ein Ex-Maple Syrup, also 0,5 Liter mit hier tatsächlich 59,6% denn Alkohol für 69,90 €. Das Interessante ist, ein 3 Jahre alte, nicht getorfte Single Malt aus feinsten regionalen Biogerste. Und das war ein Ex-Bourbon-Fass, das zuvor mit einem edlen Ahornsirup aus Vermont befüllt war. Und das ist schon etwas, was interessant ist. Dann kam das dann nach Deutschland und die haben das benutzt. Merry Christmas! Tja, und direkt nach Merry Christmas wird eigentlich schon wieder gruselig und wir gehen eigentlich noch ein bisschen zurück und sind schon eher wieder im gruseligen Bereich von Halloween. Fast Halloween, ja. St. Kilian, Gravedigger, Exhumation, Chapter 2, 0,7 Liter, 50,8 Volumenprozente, 99,90 €. Und hier haben wir nach 2-jähriger Reifung in frischer Pfälzer Eiche ein rauchig-torfiges Destillat, das für weitere 2 Jahre in kleinen 30-Litern-Fässer reifen durfte. Das war unter anderem Ex-Rum, Ex-Bourbon und frische Pfälzer Eiche. Und hier kommt das Besondere, das wurde mal wieder verbuddelt, ja, ganz im Sinne von Gravedigger, und zwar in der Erde vom Odenwald. Nicht kühl gefiltert, keine Farbstoffe und hergestellt aus schottischem Torfrauchmalz mit 80 ppm und limitiert ist das Ganze auf 696 Flaschen. Das letzte hier von St. Kilian, vorletzte von St. Kilian ist der Celtic Castle Edition 2024. Da gibt es immer ein großes Fest denn da. Ein Ex-Vino de Naraja Fass aus Spanien. 0,5 Liter, 58,7% für hier 70 €. Und der Andreas Kresser hier, der Director of Communications and Brand Development bei St. Kilian, finde ich ganz cool, hat dieses Celtic Castle Edition persönlich vorgestellt im Rahmen der Whisky and Music Experience. Und es ist ein milder, ungetorfter Single Malt Whisky. Auch hier regionale Biogerste, so deren sogenannten jetzt Heimat Malt nennen sie das. Und es reifte für 3 Jahre lang in eine außergewöhnliche Ex-Vino de Naraja Fass aus Spanien. Gibt es insgesamt 250 Flaschen davon. Ja, und weil es einfach Jason nicht passt, mache ich den Heavily Peated Part. Danke. Nämlich den St. Kilian Heavily Peated 2017-2024 First Fill Oloroso, der Whisky Jury, 0,7 Liter, 58,8 Volumenprozente für 83,90 €. Und dieser Heavily Peated Single Malt aus der St. Kilian Brennerei wurde 2017 destilliert,
reifte vollständig in einem First Fill Oloroso Fass, bevor dann 24 vom unabhängigen Abfüller The Whiskey Jury in natürlicher Fassstärke mit den 58,8 Volumenprozenten abgefüllt wurde. Ich erwarte mehrere Flaschen im nächsten Jahr, wo wir genauso das machen werden. Die unabhängige Abfülle von Deutsche Brennereien. Das war ein guter Anfang hier von The Jury. Wir gehen jetzt hier praktisch nach Aachen zu feinsten Brände. Die haben wir auch schon mal gehabt. Die hießen vorher, wie hießen die zwei Buchstaben? Die mussten sie umbenennen wegen jetzt hier Markenverletzung. Egal. Ich sag's dir gleich. Ja, genau. Old Oche Sherry Single Cask Whisky mit 46%, auch 0,5 Liter. Hier nur 44,95 Euro. Pilsner Malz gebrannt am 23.12. Fass- und Weihnachtswhisky 2020. Eingelagert dann dort am 9. Januar, denn da fast der Drei-Könige-Tag dann dort. Es war ein 55 Liter Sherry Fass Second Fill. Und es wurde dann in der kommenden Flasche am 10. Mai 2024 nicht kältefiltriert. Habe ich erst jetzt davon was erfahren. Und natürlich die Jungs aus Aachen distillieren in Harthausen. Das war doch, das hatte mit Namen zu tun. Und das, meine, es war Myers Whisky. Ja, oder? Genau, Myers war das. Sehr gut, und dann, Dankeschön. Und aber während unseres Podcasts war es dann schon Mai und Beck. Ja. Genau. Ja, da gab es doch in unserem Podcast war dann schon das Thema mit dieser Änderung des Namens und jetzt dann feinste Brände. Das heißen sie, genau, feinsten Brände. Ja. Ja gut, wo ich sicher weiß, wie sie heißen, das ist Fading Hill. Fading Hill hat einen 8 Jahre alten in einem Single Cask rausgebracht. Das Single Cask 584 Bourbon Warehouse Selection, 0,7 Liter, 53 Volumenprozente für 79,50 Euro. Und du hast auch noch was Interessantes. Ja, das ist nicht unbedingt neu, aber für Basil für mich ist eine neue Marke, die wir bisher jetzt entdeckt haben. Das ist Wetterau. Wetterau Single Malt Whisky, 0,5 Liter, 43% Alkohol für 43 Euro. Und es gibt auch ein Wetterau Single Grain Whisky, auch 0,5 mit 43%, allerdings dafür 39 Euro. So, Wetterau ist eine Marke von Weidemann und Groh. Und diese Brennerei hat bisher sehr viel Erfahrung, auch in Destillation von verschiedenen Obstsorten. Und die Brennerei ist in Ockstadt, also ein Stadtteil von Friedberg, in Hessen, also im südhessischen Wetteraukreis. Und mit dem Bau einer neuen Brennerei in 2011 sollte auch ein neues Produkt ins Auge gefasst werden, nämlich Whisky. Und Rainer Wiedmann betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Schwerpunkt Ackerbau. Und die Gerste aus dieser Produktion wird verwendet, um diese Wetterau-Whisky zu brennen. So, der Single Malt kommt da in Fino- und Oloroso-Sherry-Fässern. Mindestens 3 Jahre dann dort gereift. Und das Interessante ist, durch die Verwendung von Malz, das in Buchenrauch gedarrt wurde, bekommt auch diesen Single Malt so eine dezente Rauchigkeit. Also die haben damals schon 2018 und 2019 gebrannt, was da reingekommen ist und vermehlt. Der Single Grain wird jetzt hier in neuen und alten Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche denn dort tatsächlich hergestellt und hat ein bisschen mehr kräftiger Fasscharakter. Und diese Whisky wurde da auch 2018 destilliert. Wetterau ist eine Marke, die ich nicht bisher auf dem Schirm hatte, du? Nein. Ich habe schon mal davon gehört, aber wirklich, wirklich auf dem Schirm definitiv nicht. Überraschend ist, dass du Weißeiche auch nicht fehlerfrei hinbekommst immer. Weil White Oak ist so viel einfacher, das kann ich dir sagen. Also. Die Weißeiche stellt mich doch auch als ab und zu mal ein Zungebrecher, ja. Gebürtig Deutscher stellt mich die auch ab und zu mal vor Probleme. Danke. Was mich nicht vor Probleme stellt, ist der Westphalian. Der hat einen 10 Jahre alten Whisky abgefüllt, 2014 destilliert, 24 dann abgefüllt. Der Cowboy,
ein German Single Corn, die Nummer TW40, 0,5 Liter mit 69,6 Volumenprozente für 78,90 Euro. Der erste 10 Jahre alte Corn Whisky von Westphalian. Und hier wurde natürlich frisches Quellwasser aus Westfalen, heimischer Mais sowie eine Lagerung in frischen Weißeichenfässern. Bravo! stattgefunden. Und es gibt nur 236 Flaschen. Jason, mit Single Corn gehst du da lang konform? Funktioniert das als Bezeichnung? Wenn es in Amerika hergestellt wäre, ist das dann ein Bourbon gewesen. Aber das darf man nicht benutzen. Also von daher, also es gibt keine Klassifizierung für Corn Whisky in Europa. So von daher kannst du es nennen, was du willst. Es ist Whisky, ja. So. Ich wollte nur das B-Wort für dich hören. Ich wollte es nur nicht benutzen. Dankeschön. Also was ich nicht ganz verstehe, ist, The Westphalian hat eine zweite 10 Jahre alte Whisky rausgebracht. Allerdings 2013, Distillate 2024 abgefüllt. Das ist der TW74, The Westphalian. Und das ist ein Single Malt Whisky Peated. Aber es ist ein Masterpiece, ja. Wir haben hier 64,1%. Wir haben ein Ex-McAllen Sherry Hogshead, limitiert auf 238 Flaschen. Und statt 80 Euro kostet es 199. Und da muss ich mal mich fragen, wow, was rechtfertigt da mehr als ein doppelter Preis? Ja, vielleicht ist das Malz. Erste? Ist das McAllen-Fass? Was ist das? Das Malz und vielleicht die Namensrechte am McAllen-Fass. Kann sein. Ich weiß gar nicht, ob die Namensrechte haben. So, das ist meine Sache immer wieder bei denen. Genau, wollte ich sagen. Das war doch ein Thema, das dich schon immer beschäftigt. Was mich beschäftigt, ist eine Abfüllung von Westphalian, nämlich die von 2012 bis 2024 gelagerte Abfüllung Cask Nummer 8 German Single Grain Whisky, 12 Jahre, 0,5 Liter, 62,5 Volumenprozente, gibt es für 99 Euro. Ein Ex-Benevis Sherry Hogshead. Und hier auch eine Limitierung, nämlich 266 Flaschen. Genau. Also der erste 12 Jahre alte Westphalian haben wir hier. Also immer wieder vom Alter sprechen. Wahnsinn. 10, 10 und 12. Bravo. Silt hat was Neues namens Lost Cave. Also ein Single Malt Whisky, 0,7 Liter, 48% für knapp 100 Euro. Silt Lost Caves ist der erste Silt Single Malt Whisky, der in eine dieser wiederentdeckten Höhlen am Ufer der Schliersee reifte. Der auf einer Seehöhe von 777 Meter gelegen und von dieser Kalkalpen eingerammte Schliersee gehört zu der schönsten See Bayern. Und an seiner Westseite ragt eine üppige, bewaldete Felssporn in den See und bildet so eine Halbinsel namens Freudenberg. Und dort befindet sich der Eingang zu einer lange in der Vergangenheit oder seine Vergessenheit geratene Höhlensystem, welches nun zu Lagern von ausgewählten Whiskyfässern dient. Und mit 94% Luftfeuchtigkeit oder einer Durchschnittstemperatur von 8 Grad nur, herrscht dort klimatische Bedingungen, die diesen einmaligen Whisky schuf. Also interessant finde ich das auf jeden Fall. Ja, vor allem interessant, bei so einer hohen Luftfeuchtigkeit geht dir ja theoretisch dann wahrscheinlich nur der Alkohol verloren. Ja, und ich höre immer wieder, unter 10 Grad passiert sowieso nichts im Fass. Also von daher, wenn es immer 8 Grad ist, so. Interessant auf jeden Fall. Also da wäre tatsächlich wieder ein Projekt interessant, innerhalb der Höhle, außerhalb der Höhle, wie unterschiedlich geht das, ja. Und da dann Silt am Schliersee reift, hat man wieder die vorherige Geschichte. Ob es dann noch ein Silt ist, machen wir uns unser eigenes Bild. Ich habe auf jeden Fall was, was den Namen trägt, den es schon immer trägt, nämlich Emil. Den Emil Zeitwerk, 9 Jahre Finish im Cherry Brandy, also nicht Sherry, sondern Cherry Kirsch Brandy, mit 0,7 Liter, 49,1 Volumenprozente für 135 Euro und der ist limitiert auf 990 Flakons. Und die sind eine der schönsten Flaschen, die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Ja, also hübsch. Und der Emil Whisky wird zweifach gebrannt in handgehämmerten Kupferbrennblasen.
und sind also eine absolut exklusive Whisky-Destille mit typischem Schwanenhals, fast gereift in der historischen Mühle, Eiseskälte und Sommerwärme begleitet von der Feuchtigkeit der Wasserstraße. Der Bergbach Acher machen den Herzschlag von Emil aus. So wird er beworben. Hört sich interessant an. Und du hast auch was von einer alten Bekannten. Genau, was nicht fehlen darf, ist natürlich Elsburn. Die haben ein paar Sachen rausgehauen jetzt hier. Cozy Winter X, das ist die 10. Abfüllung jetzt hier für 2024. 0,7 Liter, 53,1% für knapp 80 Euro. Eine exklusive Single Malt hier für den deutschen Vertriebspartner Kirsch Import. Und hier haben wir eine Kombination aus erstbefüllte PX-Sherry und Amarone-Fässern. 641 Flaschen. Ich habe den schon verkostet. Kein Schwefel dieses Jahr und fand ich sehr gut. Ja, und weil eine Abfüllung nicht reicht, haben wir natürlich noch mal eine von Elsburn. The Hearts Distillers Cut. Batch 1, Nummer 1. 0,5 Liter, 50 Volumenprozente für, wow, 55 genau. Euro. Die Fassauswahl 46% First Fill Sherry, 41% Second Fill Sherry und 13% First Fill Bourbon Casks. Also auf jeden Fall auch eine schöne Mischung, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und wir haben im Malz 95% Regular und 5% Wood Smoked. Und so dieser kleine Rauchanteil, das kennt man ja von vielen Blends. Das gibt dann noch ein bisschen mehr Körper, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Nicht kühlfiltriert, nicht koloriert. Und aufgrund der neuen Distillery Policy wird künftig kein Hercynian Single Malt Whisky unter 46 Volumenprozent abgefüllt. Wow. Fassstärken mit geringerem Alkoholgehalt ausgenommen. Genau. Und, nach 12 Jahren kannst du vielleicht 44,8 haben. Aber das genau. Ist erlaubt. Genau. Und dann haben wir hier The Hearts Distillers Cut. Ist vor allem für die Besucher der Distillery konzipiert und für alle, die wie die Mistress vor Ort gerne komplexere und stärkere Single Malts bevorzugen. Und der Klassiker, der Harz mit seidigen 46 Volumenprozente, wird er weiterhin abgefüllt. Da kommt dann der Distillers Cut mit soliden 50 Volumenprozente. Also genau. Eine, ja, eigentlich eine Neuausrichtung der Marke schon fast, oder? Absolut. Letztes Mal haben wir von The Hearts gesprochen, denn da Batch 1, das war ein bisschen, das hat nur 46, war ein bisschen günstiger. Und es gibt auch der Distillers Cut hier mit 50% und ja. Hat ein bisschen mehr Aufpreis, aber trotzdem sehr fair. Also 0,755. Ab und zu mal schimpfe ich über Elsburn, dass sie zu teuer sind für manche Sachen. Und andersrum sage ich mal, oh, manchmal sogar sehr gut Preis-Leistung. So, je nachdem, wo man ist. Gut, also Elsburn Distillers Edition Batch 2, der 10-jährige Abfüllung, jetzt erst 2024, 0,748% für 134,50 €. Das ist so ein Produkt, wo ich sage, Mensch, muss ein 10-jähriger deutscher Whisky über 100 Euro kosten? Offenbar oft, ja. 100% First Fill Sherry Fässer aus Jerez. Wir haben hier 1.100 Flaschen. Ja, und während ihr jetzt gedanklich aus dem Harz an den Bodensee fahrt, machen wir zwei uns noch mal kurz frisch und ihr hört Werbung von Brigantia. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Mein Name ist Moritz Steinhauser von der Brigantia 1. Bodensee Whisky Destillerie. Ausgezeichnet als Deutschlands beste Whisky Destillerie 2024. Ja, aktuell sind die Black Weeks und auch wir sind mit tollen Angeboten mit dabei. Ihr könnt bei uns auf der Webseite bis zu 20% sparen unter www.steinhauser-bodensee.de. Es ist auch der eine oder andere Whisky mit dabei und es gibt auch eine Neuheit auf unserer Webseite und zwar den Heiligabend-Whisky. Der ist sehr begehrt und immer schnell vergriffen. Es ist limitiert auf 105 Flaschen. Es gibt tatsächlich nur noch wenige. Bedeutet, schnell sein lohnt sich. Vielleicht habt ihr ja noch Glück. Ja, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Vielleicht sieht man sich auf der nächsten Messe und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Slanche! So, wunderbar. Direkt vom Bodensee gehen wir auch in ein Gewässer, aber direkt auf der anderen Seite von Deutschland. Wir gehen in die Ostsee oder an die Ostsee. Wir gehen auf die Insel Rügen und sind dort
bei einer wunderbaren Brennerei, wunderbar gelegen auf einem kleinen Hügel, die Störtebeker Brennerei, und haben dort den David und den Christian, und die möchten uns heute ja die Brennerei, die Geschichte und alles drumherum etwas näher bringen. Ich freue mich, dass ihr unsere Gäste heute seid und begrüße euch recht herzlich bei uns. Wer möchte beginnen von euch beiden? Wir möchten gerne wissen, wer seid ihr? Warum seid ihr denn heute hier? Seid ihr Nachfahren von Störtebeker und habt deshalb Whisky gemacht? Wieso, weshalb, warum? Schießt einfach mal los. Ich würde sagen, wir beginnen mit Christian. Ja, hallo, ich bin Christian, der Destillatsommelier der Störtebeker Brennerei. Lange Zeit auch als Barkeeper unterwegs gewesen, auch auf der Insel Rügen. Über 20 Jahre Berufserfahrung als Barkeeper. Große Leidenschaft, Whisky. Schon immer schottischer Whisky, irischer Whisky und seit vielen Jahren jetzt auch der deutsche Whisky. Ich kenne den Brennmeister auch schon seit 2006, habe mit ihm lange Jahre auch als Barkeeper zusammengearbeitet, seine Produkte in der Bar gerne ausgeschenkt, mit vieler Freude. Und ja, während der Corona-Zeit ja, viele neue Sachen entdeckt auch. Und auch per Zufall dann entdeckt, dass auf einmal Störtebeker Brennerei anstatt die alte Rettewitzer Brennerei dann auf einmal ist. Und das hat man so in der Zeitung erfahren und da war ich sehr interessiert und ja, seit 2022 dort dann jetzt auch aktiv, betreue den Shop auch mit meinem Kollegen, dem Shopleiter Boris, und mache auch die Führung. Sprich, ich gehe mit den Kunden oder mit den Gästen durch die Brennerei, das macht mir sehr viel Spaß. Und seit einigen ja, Monaten, seit letztes Jahr, betreue ich auch ein bisschen die Produktentwicklung, bereite da auch die Tastings vor in der Brennerei, wenn wir neue Produkte entwickeln, neue Whiskys. Und das auch zusammen jetzt auch mit David, auch mit unserem Destillateur, da auch in Zukunft da auch ja, neue Produkte, neue Whiskys ja, auf den Markt zu bringen. Das ist so meine Aufgabe. Ja, und das ist so das, was ich mache, jeden Tag. Wunderbar. Super. Vielen Dank für die Vorstellung. David, dann kommen wir jetzt zu dir. Enttäusch mich nicht. Du bist sicher David Störtebeker, oder? Nein. Nein, leider nicht. Ich komme aus dem Münsterland, gebürtig, und bin erst seit einem Jahr bei der Störtebeker Brennerei. Gelernt habe ich damals beim Böcker Forstmannshof. Da waren so Hauptprodukte Bitters, Liköre und fast gereifte Kornbrände. Nach meiner Lehre erfolgte dann ein Wechsel zur Brennerei Ehringhausen. Dazwischen habe ich nochmal an so einem Erasmus-Programm teilgenommen, war dann in der nördlichsten Brennerei der Welt, Bifrost. Ich weiß nicht, ob die da schon mal gehört haben. Jupp. Und habe dann da damals mitgeholfen, die ersten Fässer zu befüllen. Und es war eine ganz spannende Sache da und die machen eine sehr gute Arbeit, auch eine kleine Manufaktur, genauso wie die Störtebeker Brennerei. Und da bin ich jetzt seit 2023, also auch ganz neu dabei. Sehr gut, vielen Dank. Und der Master Distiller ist Thomas. Erzähl mal ein bisschen von seinem Lebenslauf, no. wenn du möchtest. Er hätte genau. eigentlich heute hier sein können. Allerdings, da gab es eine wichtige Sache, wo er da sein musste, familiär bedingt. Und deshalb haben wir zwei stattdessen nur eins. Ja, ganz genau. Thomas hat damals die Brennerei 2004 eröffnet, beziehungsweise renoviert, das Gebäude. Zu der Geschichte kann Christian vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Da ist er einfach tiefer drin in der Materie. Und Thomas hat dann angefangen, so gegen 2005 hochwertige Spirituosen dort herzustellen, hat sich dann irgendwann auf den Bereich Whisky spezialisiert, hat dann 2008, 2009 die ersten Whiskyfässer damals belegt. Und da wird auch bald was sehr Spannendes rauskommen. Ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird ein sehr, sehr alter Whisky und unser erstes Fass, was damals belegt worden ist tatsächlich. Ja, wenn ich einspringen kann, tatsächlich war es halt auch so gewesen, die Geschichte mit Störtebeker als Bierbrauer, der große Traum, Whisky zu machen, das liegt ja da nicht weit von entfernt, selber Rohstoff oder selbe Basis, und der Traum war da und tatsächlich war da mal ein Experiment schiefgelaufen, das ist tatsächlich eine sehr lustige, interessante Geschichte. So als Bierbrauer vergisst man mal auch was. Es wurde der Hopfen vergessen, aber ein Bierexperiment.
Und was nun anstellen mit dem Sud? Und da ging 2009 tatsächlich dann ja, der erste Whisky in das Fass, der erste Stöderbecker Single Malt Whisky bei Thomas ins Fass und in den Keller. Und das war auch so eine sehr interessante und lustige Geschichte und Verbindung, die auch niemand mitbekommen hatte. Und tatsächlich dann der erste Stöderbecker Whisky war dann innerhalb eines Tages dann auch ausverkauft, nach 3 Jahren ein Tag Lagerung. Und das hat die Brauerei dann zum Anlass genommen, zu sagen, okay, da machen wir an den, halten wir an dem Projekt fest, wir machen da weiter. Da hat Thomas wohl ein gutes Destillat gemacht. Und daraus wird so eine riesige Geschichte. Und diese enge Verbindung zwischen diesen beiden wurde immer größer. Und deswegen hat man dann 2020 dann tatsächlich gesagt, okay, wir gehen den Stöderbecker Single Malt Weg weiter und machen daraus die Stöderbecker Brennerei an diesem Standpunkt, dass es halt weiterhin diesen Rügener Whisky auch authentisch von der Insel Rügen dann auch weitergibt. Und tatsächlich, so wie David auch sagt, der Plan war eigentlich dieses Jahr einen 15-Jährigen rauszubringen, Fass Nummer 1, aber wir sind eine kleine Manufaktur. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Also heute habe ich die Information bekommen, dass das wohl ja noch ein bisschen dauert. Wir werden es dieses Jahr nicht mehr schaffen. Das kann ich so schon sagen. Also vermutlich dann im Laufe des ersten halben Jahres, nächsten Jahres, dann wird das dann der Fall sein. 15 Jahre alter Single Malt Whisky von der Insel Rügen. Also das wird sehr, sehr spannend. Also ich bin auch schon total aufgeregt, wenn der dann endlich in dem Laden steht und wir den Kunden den präsentieren können. Das wird eine tolle Geschichte. Ja. Danke, Christian. David, ja. Das heißt in dem Fall, es steckt nicht nur der Störtebeker Biernamen oder das Bierlogo dahinter, sondern es ist tatsächlich ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Rothaus Whisky aus dem Schwarzwald, dass auch tatsächlich die Maische des Bieres verwendet wird? Ja, genau. Es ist so, dass wir unseren Sud in Zusammenarbeit mit der Stöderbecker Braumanufaktur herstellen. Dabei greifen wir einfach so ein bisschen auf das Equipment zurück, was die Stöderbecker Brennerei da vor Ort hat. Die sind super aufgestellt in dem Bierbereich und da haben wir damals gesagt, aus logistischen, aber auch aus Platzgründen, ist es das Beste, wenn Störtebecker daran geht an diese Geschichte. Und so haben wir damals mit Störtebecker zusammen Rezepturen entwickelt, die dann mittlerweile auch bei uns standardisiert worden sind. Das heißt, wir haben jetzt 2, 3 Grundrezepte, die bei uns gefahren werden, gemeischt werden und destilliert werden. Und ja, somit haben wir halt einen starken Partner an unserer Seite, der hochwertige Produkte liefert. Und wir verarbeiten die sehr gerne. Nicht jede Person weiß genau, was ein Rezept bei Whisky bedeutet, weil 100% gemälzte Gerste. Aber da sind schon Feinheiten. Kannst du ein bisschen was verraten oder ist es Betriebsgeheimnis? Ja, also ich kann ein bisschen was verraten. Es wird viel Pilsenermalz eingesetzt. Es wird ein bisschen Melanoidinmalz eingesetzt. Naja, das ist berühmt für seine Biskuit-Aromatik, ein bisschen Honig-Aromatik. Wird zum Teil eingesetzt. Wir haben dieses Jahr das erste Mal einen 100%igen Roggen eingemeischt. Und auch destilliert. Es war schon eine Aufgabe, aber wir haben sie gemeistert und sind auch ziemlich stolz, dass es bald einen Roggenwhisky aus dem Hause Störtebecker geben wird. Wird jetzt natürlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen, aber ich bin da zuversichtlich, dass bei unserem Klima und unseren Gegebenheiten, die wir im Fasslager haben, relativ schnell ein gutes Produkt rauskriegen werden. 2 Fragen, die ich immer wieder gerne stelle. Wird geläutert? Erzähl ein kleines bisschen von eurer Brennanlage, bitte. Geläutert, ja, tatsächlich. Also es ist so, dass wir, wenn wir die Maische bekommen, ist es keine Vollmaische wie bei einem Kornbrand, sondern es ist schon so, dass abgeläutert worden ist. Also Feststoffe und Bestandteile haben wir gar nicht mehr in der Maische. Das ist, man kann sagen, wie ein ungehopftes Bier. Man hat auch noch einen Restextrakt drin, tatsächlich. Also schon so, dass noch ein bisschen eine Süße dabei ist. Das ist schon eine aromatische Würze ist. Ne? Und dann geht das bei uns in die Brennanlage. Wir haben seit 2023 eine 1000 Liter Brennanlage von der Firma Holstein. Und da ist es so, dass wir da jeden Tag 1000 Liter drauf abtreiben. Wir kommen dann so auf 86-87% im Mittellauf. Und das ist dann ein ganz guter Ausgangswert, um dann auf Fassstärke zu verschneiden und dann auch ins Fass zu legen. Und da ist eine angeschlossene Kolonne denn dafür, weil es nur einmal ganz genau, ist, genau, hinter dem, ganz genau, hinter dem Helm ist eine Kolonne geschaltet mit 6 Böden, obendrauf dann tatsächlich ein Deflektmator oder Reflux-Kondenser, wie man mittlerweile auch gerne sagt. Hört sich gut an, oder? Genau. Ja.
Und ja, genau. Und dann im Anschluss halt eine Kühleinheit, ein doppeltes Zählwerk, weil es tatsächlich eine Verschlussanlage ist, weil auf dieser Anlage Alkohol hergestellt wird, anders wie bei einer Geisteranlage natürlich. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Meine technische Neugier wurde ein kleines bisschen jetzt hier gestillt. Marc, möchtest du ein paar Fragen zu Produkten einfach mal stellen? Ja, ich habe grundsätzlich noch eine Frage, weil ich war ja schon einmal bei euch vor Ort und dort ist mir auch ein anderer Whisky aufgefallen, neben dem Störtebeker Whisky. Was hat das denn mit dem Pommerschen Greif an sich, der auch bei euch noch im Shop steht? Gibt es da eine Verbindung? Jein. Wenn ich mal, ja, der Pommersche Greif war ja der erste Whisky, den es aus dieser Brennerei gab. Die Geschichte ist ganz klar. Thomas hatte damals die Idee gehabt, einen regionalen Whisky zu kreieren. Der Name fiel auf den Pommerschen Greif, das Wappen von Pommern. Wir in der Brennerei befinden uns ja in Vorpommern und das war halt quasi die Idee dahinter. Und der erste Pommersche Greif war ja quasi ein Blend aus einem Fass, also ein Fasstyp. Und später wurde daraus 10 Editionen, blieb bei dem Blend aus Grain Whisky und Malt Whisky. Und aber zum Schluss war es tatsächlich so gewesen, Edition, ich glaube ab Edition 7 oder 8, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, war es dann tatsächlich schon diese 3 Fasslagerungen, wie es jetzt auch bei dem Klassik von Störtebeker war oder ist. Deutsche Eiche, französische Eiche und die amerikanische Weißeiche, also das Hybridfass, das Coopers Fass. Und das war damals schon dieser Start oder diese Initialzündung, um diese Serie auch bei Störtebeker einzuführen, diese Fasslagerung. Und dieser Pommersche Greif, den hatten wir vor 3 Jahren nochmal auferlebt als rein Grain Whisky. Aber mittlerweile ist der auch schon ausverkauft. Er ist schon aus dem Shop nicht mehr da und wir haben die Serie somit dann einen würdigen Abschluss gegeben, weil wir auch nicht wussten, ob Thomas noch länger bleibt oder ob er nochmal verlängert oder ob er uns noch erhalten bleibt. Und deswegen hatten wir nochmal diese Serie nochmal in den Shop geholt und nochmal auferlebt. Und das war eine tolle Geschichte. Die Kunden waren zufrieden. Die großen Flaschen, also die Halbliterflaschen, waren alle nummeriert. Die waren sofort vergriffen. Zum Schluss gab es nur noch die 0,2 Liter Flaschen. Aber mittlerweile ist die Serie dann auch beendet. Und so wie ich erfahren habe, werden wir sie erstmal nicht wieder auferleben. Also hat einen Abschluss gefunden. Und jetzt konzentrieren wir uns halt auf diese Störtebeker Malt-Geschichten und später dann auch den Rye und vielleicht auch nochmal Grain, vielleicht nochmal geplant. Vielleicht, weiß ich nicht. Das wüsste dann David vielleicht besser als ich. Ob wir nochmal Weizen machen. Erstmal jetzt der Rye und die Gerste halt und der Malt. Ja, wunderbar. Also von da gibt es nicht viel zu erzählen, war es dann doch ein bisschen mehr. Ja. aber auf jeden Fall interessant, somit ja auch wieder ein Bogen geschlagen zu den Wurzeln der Störtebeker Brennerei. Genau. Und das ist ja, also ich finde sowas immer schön und tatsächlich habe ich mir auch damals, als es die noch im Shop gab, eine Flasche mitgenommen. Die steht noch unberührt so als Andenken bei mir, weil ich mir dort schon sagen ließ, dass es wahrscheinlich die letzte Abfüllung sein wird. Was gibt es denn aktuell dann so bei euch zu bekommen? Denn vielleicht der ein oder andere Urlauber, der irgendwo Whisky-affin ist, auf Rügen oder drumherum unterwegs war und euch besucht hat, wird vielleicht das Phänomen kennen, ich gehe in eine Brennerei, die kaum Whisky hat, weil alles ausverkauft ist. Ja, das haben wir alle schon irgendwie erlebt. Klar, war es auch bei uns so gewesen, aber mittlerweile haben wir das bei dem Klassik ganz gut geschafft. Also von den Abfüllungszahlen her sind wir da gut aufgestellt. Also wir können den Klassik in seinem mindestens 3-jährig gelagerten Whisky immer anbieten. Aktuell gerade auch in der Weihnachtsaktion mit Glas, einer schönen Geschenkverpackung. Und wir haben dieses Jahr auch wieder unseren Reserve aufgelegt. Unser Reserve, den wir vor 3 Jahren das letzte Mal aus dem Fass geholt hatten, ist ein sehr spezieller Whisky, ein sehr interessanter Whisky, der 3 Jahre mindestens in der deutschen Eiche war und danach aufgeteilt auf 3 kleinere Fässer, Maulbeere, Kastanie und Portweinfass. Eine super interessante Kombination, super, super lecker, super gelungen. Also möchte jetzt nicht sagen, dass das Thomas sein Meisterstück ist, aber es ist wahnsinnig aromatischer Whisky,
einen süßen Abgang. Also super interessant. Da haben wir sogar noch Flaschen. Der wird einmal im Jahr abgefüllt. So kann man das sagen, immer in den Sommermonaten. Und aktuell haben wir einen 8-Jährigen aus dem Sherryfass, Oloroso Sherryfass. Das ist gerade das Aktuelle, was wir im Sortiment haben. Was wir auch verfügbar haben. Bevor wir auf die einzelnen Abfüllungen eingehen, möchte ich ganz kurz vielleicht den David nochmal dazu holen. Ja. Denn ein Wort hat mich jetzt getriggert. Maulbeere. Gibt es denn einen Maulbeerwein, also ein Finish-Produkt, mit dem das Fass vorher geimpft wurde? Ich habe mich tatsächlich schon aufklären lassen, aber die Hörer, die interessiert das mit Sicherheit, was es denn mit Maulbeere auf sich hat. Denn ich kenne halt zum Beispiel die Moldebeere von den Schweden, ja, oder es gibt auch Erdbeere in Deutschland und wir hatten das noch raus, glaube ich, hatte mal auch mit Erdbeerwein oder so ähnlich. Aber schieß mal los, Maulbeere. Naja, also der Thomas hatte damals die Idee, auch mal andere Fasstypen auszuprobieren, also mal weg von der Eiche und mal andere Holzsorten auszuprobieren. Und da kam ihm halt der Maulbeerbaumfass, das Maulbeerbaumfass halt irgendwie in den Sinn. Ne? Und er hat dann angefangen, welche zu belegen, unter anderem auch sehr kleine. Also wir sprechen dann so von 50 Liter Fässern. 100 Liter Fässern, also er hat dann auch versucht, wirklich das Maximum rauszuholen, also viel Oberfläche pro Liter. Und so hat er es wirklich dann auch geschafft, sehr, sehr intensive Whiskys aus diesen Fässern rauszuziehen. Ja, und viele von den Fässern sind extra für uns angefertigt, auch von den Größen her und sind spannende Sachen dabei. Und am besten kommt man mal vorbei und probiert selber. Ja. Ja. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze, also was macht dann die Maulbeere so besonders? Warum nimmt man das? Naja, also es ist eine ganz andere Aromatik als wie bei einer amerikanischen Weißeiche, die ja eher so mit Vanilletönen dominiert, oder einer französischen Eiche, die teilweise sogar eine Pfeffrigkeit, eine Würze mit sich bringt einfach. Und das Maulbeerbaumfass hat eine ganz eigene Charakteristik. Ne? Die Farbe ist unglaublich intensiv. Der Farbeintrag in den ersten zwei Jahren ist sehr viel intensiver als bei einem Virgin Oak aus amerikanischer Weißeiche zum Beispiel. Aber auch die Aromatik ist eine ganz eigene. Das heißt, ich habe da sehr, sehr intensive Holztöne drin, die so ein bisschen an französische Eiche erinnern, aber durchaus noch ein bisschen weitergehen. Das muss man auch mögen und man kann auch sehr, sehr schnell überreifen. Das heißt, wenn ich so ein Fass drei Jahre lang liegen lasse in Maulbeer, also ein Destillat drei Jahre lang liegen lasse in einem Maulbeerbaumfass, dann kann ich durchaus Gefahr laufen, dass ich das Fass oder das Destillat überreife. Und das möchte ich natürlich verhindern. Und insofern müssen wir auch regelmäßig beproben und regelmäßig schauen, was passiert gerade mit den Fässern im Keller oder in unserem neuen Warehouse. Das ist so ein bisschen das Geheimnis vom Maulbeerbau. Vielen Dank. Also jetzt ist es keins mehr, zumindest für die Zuhörer unseres Podcasts. Ich danke dir. Christian. Wir haben jetzt von dir vorhin so ein bisschen die Aufzählung gehört, was es denn an Produkten bei euch gibt. Kannst du mir ein ganz kleines bisschen erklären, wie stellt sich denn die Range dar? Also ich glaube, der Classic, das habe ich soweit verstanden, der Classic ist euer Grundprodukt, der ständig verfügbare. Baut das dann irgendwo aufeinander auf? Haben wir nur eine ältere Reifung oder sind wir bei völlig verschiedenen Produkten? Ist alles nur limitiert außer dem Classic? Bring mir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, der Classic ist tatsächlich eine eigene Serie. Da werden wir in Zukunft auch mit dem Reserve noch einen Partner an die Seite stellen für den Classic. Aber der Classic soll in Zukunft auch noch eine etwas höhere Abfüllung bekommen, also eine höhere Stärke. Ob das jetzt Fassstärke wird oder 50, 55, da sind wir noch nicht so weit. Aber es sollte, weil wir eine sehr hohe Nachfrage haben nach etwas intensiveren Whiskys, haben uns dahingehend auch vielleicht auch Interesse gezeigt, dass wir da auch mal was Stärkeres abfüllen. Der Reserve, das ist eine Geschichte, die wird einmal im Jahr abgefüllt oder so ist der Plan, dass wir ihn einmal im Jahr abfüllen. Der soll immer auch da sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Flaschen da geplant sind in Zukunft, aber der kommt super an, das wollen wir weiter beibehalten. Und diese limitierten Geschichten, so wie jetzt auch der 8-Jährige, das sind tatsächlich Einzelfassabfüllungen. Wenn wir da 1000 Flaschen abfüllen im Schnitt, wenn wir da mal so ein Fass leer machen, so ein Sherryfass, dann, wenn er dann ausgetrunken ist, ist er dann ausgetrunken. Wenn er dann nochmal wiederkommt, wir planen auch weiterhin, wir haben noch Sherryfässer im Keller, wir haben auch andere belegte Fässer noch im Keller,
Und das werden wir weiterhin behalten. Wir werden auch in Zukunft noch eine Edition machen, die Hansel-Edition genannt ist. Da kann ich noch nicht so viel sagen, weil da ist noch nicht endgültig entschieden, wann, was, wo kommt. Das wird aber kommen. Das wird so eine kleine Rundreise sein, die wir dann durch die Hanse machen mit verschiedenen Fasstypen, Fasslagerungen, Fassfinishen. Das wird eine sehr spannende Reise werden mit unterschiedlichen Altersstufen. Aber das sind auch immer alles sehr limitierte Abfüllungen. Wie gesagt, der Classic und der Reserve, das sind unsere ja, Standards, würde ich sie jetzt bezeichnen, die wir immer da haben und dann halt die limitierten drumherum packen. Das sind immer Einzelfassabfüllungen. Ne? Da wird auch immer in der Zukunft was einkaufen, an tollen Fässern aussuchen und wir werden dort was einlagern, das meistens auf Basis entweder der französischen Eiche ist oder dann der deutschen Eiche. Vorzugsweise werden wir auch in Zukunft auch die mecklenburgische Küsteneiche, wir haben eigenes Holz geschlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch eine super interessante Geschichte, weil das sind sehr junge Eichen, die da zu Holzfässern verbaut wurden. Und dann, das wird auch nochmal eine ganz andere Geschichte sein. Aber die Limitierten basieren in der Regel nicht auf dem Classic. Also weil der Classic schon eine sehr spezielle Lagerung hat, ist das Classic-Konstrukt schon eine eigenständige Geschichte. Und die Limitierten basieren meistens auf französischer Eiche oder dann halt der deutschen Eiche. Wahnsinn. Das wird, also da kommt noch richtig viel und ich bin schon sehr gespannt dann auch auf diese Hanse Edition. Das ist ja, da haben wir wieder einen Bogen geschlagen zur Geschichte. Nach über 600 Jahren findet Störtebeker friedlich mit der Hanse zusammen und sie gehen gemeinsam in einem Produkt auf. Ja? Früher haben sie sich gejagt und bekämpft und heute kommen sie in ein Geschichte. Wahnsinn. David, eine Frage an dich. Wenn wir jetzt so die komplette Range, die wir jetzt von Christian gehört haben, uns vor Augen halten, ist dann dort immer der Classic das Ausgangsprodukt? Also kann ich davon ausgehen, dass auf dem Classic, so wie wir ihn jetzt kennen, alles aufbaut oder wird tatsächlich unterschiedlich produziert für die unterschiedlichen Ranges? Ja, also man kann sagen, dass es diese Core Range, wie Christian gerade so schön beschrieben hat, einmal bestehend aus Classic, dem Reserve und in Zukunft wahrscheinlich noch aus einem Classic mit 55% oder Fassstärke geben wird. Und neben dieser Core Range wird es dann auch eine Limited geben, wo dann nicht nur ein oder zwei Limited-Produkte, sondern neben der Hanse-Edition auch dann drei oder vier Limited pro Jahr abgefüllt werden. Man muss sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass wir eine kleine Manufaktur sind. Wir beschäftigen gerade 10,5 Mitarbeiter. Und da ist es halt so, dass man auch nur sehr begrenzte Mittel hat, da Abfüllung voranzutreiben neben dem eigentlichen Tagesgeschäft. Wir haben in der Saison so, ich glaube, 200 bis 300 Leute, die am Tag oben bei uns die Brennerei besuchen. Und da sind wir sehr gut beschäftigt, auch, ich sag mal, alle anderen Produkte abzubilden. Ne? Und das auch dauerhaft. Da sind wir schon ziemlich am Rotieren und möchten allerdings auch, dass der Whisky nicht zu kurz kommt. Und deswegen konzentrieren wir uns aktuell eher auf wenige gute Produkte als auf viele, die am Ende des Tages vielleicht wenig Abnehmer finden, weil sie nicht zu Ende gedacht sind. Und insofern wird es in Zukunft auch einige interessante Dinge geben, die aus Urgetreidesorten von dem Mönchgut selber, also von der Landzunge, man könnte auch sagen Kapp, auf beiden Seiten mit Botten, ein wunderbares Klima zum Reifen für Fässer. Und da wird es noch Sondereditionen geben mit Black Chevalier, also ein Urgetreide, einem Roggen und auch anderen Getreidesorten, die auf dem Mönchgut heimisch sind. Super. Ja. Darf ich fragen, wie viele Fässer ihr da so liegen habt und wie viele Fässer produziert im Jahr circa? Ja, also es ist aktuell so, dass wir gerade unser neues Warehouse gebaut haben und da sind aktuell Plätze für um die 550 Fässer. Davon belegt sind aktuell etwas über 200 Plätze. Im Keller kann man sagen, liegen auch nochmal an die 100 Fässer, nicht ganz. Und es wird in Zukunft so sein, dass bei uns im Keller die Spezialitäten beheimatet sein werden. Das heißt, da werden dann eher die, Langläufer liegen. Und im Warehouse, wo dann die Reifung entsprechend zügiger vonstatten geht, weil es halt einfach ein Außenklima ist. Man kann sagen, die Luft zieht so durch, wie es gerade draußen ist. Es ist nichts irgendwie abgeriegelt. Also das Außenklima kommt zu den Fässern durch. Und da erwarten wir auch eine relativ zügige Reifung der Produkte.
Danke. Ja. Sehr gut. Was meine, ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf meine Frage kommen. Mir ging es jetzt auch eher in die Richtung, ist der Classic im Prinzip das gleiche Grundrezept und es geht dann nur in die Fassarten? Oder gehst du tatsächlich den Weg und sagst, wir machen für jede Abfüllung oder Abfüllungslinie ein eigenes Grundrezept? Oder besteht vielleicht sogar jeder Abfüllungsjahrgang dann aus anderen Rezepturen, weil ihr euch als kleine Manufaktur nicht festlegen wollt oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen ausprobiert? Ja, also sowohl als auch. Man muss immer so ein bisschen unsere Geschichte sehen, wie Thomas angefangen hat, wie Störtebeker das übernommen hat, wer alles involviert gewesen ist. Und insofern haben wir noch nicht den Weg für uns gefunden. Es ist halt so, dass wir viele Produkte in Fässern liegen haben, die einmalig sind, dass wir wirklich nur ein einziges Fass von diesem Produkt haben, was vor 10 Jahren belegt worden ist. Heutzutage versuchen wir schon, eine rote Linie reinzubringen, Entschuldigung, und versuchen schon, Produkte, ich sag mal, zu standardisieren, dass man sagen kann, okay, ich gehe natürlich jetzt bei der Klassiklinie davon aus, dass ich die nächsten 5 bis 10 Jahre immer die gleiche Rezeptur fahren werde bei diesem Produkt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir möchten nur dieses Produkt destillieren und in Fässer legen für 3 bis 4 Jahre, um dann daraus hinterher eventuell noch irgendwie Limited zu machen, sondern wir sind immer auf der Suche nach besonderen Fässern und stellen auch unterschiedliche Destillate her und versuchen dann die Destillate sinnvoll den Fässern zuzuordnen. Dankeschön. Ja. Christian, du jetzt als in dem Fall Außerkorener Sommelier, erzähl mir mal, gibt es einen Grundcharakter? Wie würdest du einen Störtebeker Whisky grundsätzlich beschreiben? Ja, wie die Küste. So weich, so sanft, so ruhig, ganz mild, ganz angenehm. Also man hat diese schöne Fruchtigkeit, das ist für so einen tollen Whisky. Eigentlich denkt man immer, das ist raue Küste und das muss rauchig sein, würzig sein, wie bei den schottischen Whiskys. Aber das ist genau das Gegenteil. Wir sind alles Softies da oben, hier bei uns. Die Ostsee ist ja relativ mild, also hat ja auch wenig Eskapaden, keine großen Stürme. Und wenn man dann im Sommer am Strand liegt und einen Störtebeker Single Malt Whisky trinkt oder genießt, dann träumt man tatsächlich von der Karibik, von Südsee. Es hat sehr fruchtige Noten. Also ich finde ihn sehr angenehm, sehr lecker, hat schöne fruchtige Noten. Das würde ich als Sommelier so unser Whisky beschreiben, ja. Die Nordsee, die Schotten so ein bisschen innehaben, die hat einen ungefähr doppelt so hohen Salzgehalt wie die Ostsee. Die Ostsee liegt, glaube ich, irgendwo bei 1,8 und die Nordsee bei 3,5 oder so ähnlich. Würdest du trotzdem sagen, weil es gibt ja dann doch auch die Brennereien, die sehr nahe am Meer sind, die von einem maritimen Aromen, maritimen Nuancen in ihrem Whisky sprechen, teilweise auch mineralisch, sogar das Salz irgendwo ein bisschen erwähnen. Und wenn ich mich entsinne an die Besuche bei euch, dann kann ich ja eigentlich fast auf jeder Seite Wasser sehen. Also ihr seid ja, also näher am Wasser ist dann schon drin. Würdest du sagen, es gibt da schon einen Einfluss? Kann man da irgendwo was rausschmecken, was rausriechen? Oder ist es dann doch eher die Temperatur, die den Unterschied macht? Definitiv. Also die neben der Fruchtigkeit ein leichtes Meeraroma hat man immer, gerade bei den älteren Abfüllungen. Also das ist deutlich zu spüren. Wir hoffen uns auch durch das neue Lagerhaus, was ja draußen ist und ständig der Seeluft ausgesetzt ist, da auch noch einen größeren Effekt, das kann man so sagen, ja. Aber die Ostsee ist ein mildes Meer, ein raues Klima haben wir jetzt in dem Sinne nicht. Die Feuchtigkeit ist sehr hoch, das ist positiv zu sehen und die Temperaturen sind auch mit keinen großen Eskapaden, also es keine riesigen Temperaturunterschiede in dem Sinne, dass man sagt, wir haben jetzt 35 Grad im Sommer und minus 20 Grad im Winter, das haben wir nicht. Also im Großen und Ganzen ist die Ostsee sehr, sehr mild und das macht den Whisky halt auch so mild. Und gerade bei den älteren Abfüllungen ist es dann doch zu spüren, dass man ein
ja, leichtes Meeresaroma hat. Aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Nordsee, das muss man klar sagen. Nein, also eher mild und weich. Jetzt möchte ich an diesem mild und weich doch noch mal ganz kurz einhängen, weil das sind ja eigentlich die Nuancen und die Beschreibungen für einen Whisky-Nerd, die ihn direkt wegbringen. Ja? Mild und weich. Jetzt hauen wir noch drauf. Jason hat ja noch einen zweiten oder zwei andere Podcasts und im irischen Podcast wird mit Sicherheit immer auch gegen dieses, ja, irischer Whisky ist mild und weich. Ja? Da wird ja immer dagegen gearbeitet und ich möchte jetzt dann doch, weil ich ja doch das ein oder andere Produkt von euch kenne, mal da noch kurz einhaken. Er ist mild und weich, aber doch definitiv nicht langweilig. Nein, das machen wir halt über die Fasslagerung. Deswegen diese spezielle und ausgeklügelte Fasslagerung mit den drei verschiedenen Fässern in den 3 Jahren Lagerzeit für den Klassik. Und das spürt man auch, ne? Also dass man trotz dieses milden Klimas oder dieser angenehmen Weichheit, Smooth, wie man auch gerne sagt, trotzdem noch diesen Charakter hat durch diese Fasslagerung, durch die verschiedenen Eichenfässer, die wir benutzen. Und halt die Luft, die da ihren Einfluss hat. Also es ist ganz toller Whisky halt. Ja. Wird es nochmal dieses Brennmeister-Kollektion geben mit dem New Make dabei? Das fand ich äußerst spannend. Gibt es noch, den haben wir noch aktuell dort. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, wie viel wir da. Im Shop ist sie ausverkauft, aber vor Ort ist die denn da, ja? Vor Ort ist sie noch da, ja. Super. Da haben wir noch einige Sachen da. Ihr seid eine Besucherbrennerei, da kann man euch besuchen, glaube ich, montags bis samstags, zumindest in der Saisonzeit, genau. Außerhalb der Saison wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wie weit seid ihr tatsächlich vom Stralsund entfernt? Denn ihr seid schon ein bisschen an der Ostküste denn da, man muss ein bisschen fahren. Also ganz genau sind es 58 Kilometer von Stralsund entfernt. Also so, im Grunde eine Stunde fast noch, oder? Im Sommer mehr als eine Stunde. Entschuldigung, ja, genau. So, sehr, sehr schön. Danke. Man muss vielleicht dazu sagen, auf Rügen geht alles ein bisschen langsamer, aber nicht negativ. Ja, es ist halt, es gibt im Prinzip gefühlt eine Straße auf die Insel und die verteilt sich dann so ein bisschen nach links und nach rechts. Wenn ich dann zur Störtebeker Brennerei fahre, dann komme ich Richtung Brennerei, dann am letzten Schild denke ich so, Moment, jetzt kann es nicht mehr sein. Dann geht es den Weg entlang, keiner stellt sich vor, dass das der Weg zur Brennerei sein kann. Und irgendwann ist man da. Und dann ist man wirklich an einem der schönsten Plätze der ganzen Insel Rügen. Kann vor der Brennerei auf einer schönen Bank sitzen, den Herrgott guten Mann sein lassen, hat einen Whisky in der Hand und schaut auf die Ostsee, hört das Meer. Also es gibt kaum schönere Plätze für eine Brennerei und da seid ihr mit Sicherheit den Inlandsbrennereien sehr, sehr weit voraus, allein nur durch die Location. Das ist also wirklich wunderschön bei euch. Und falls sich irgendjemand, der in der Ecke Stralsund im Urlaub ist, überlegt, ob sich das rentiert, jawohl, das tut es. Wenn euch vielleicht der Whisky nicht zu 100% dann zusagt, dann macht das mit Sicherheit die Aussicht wett. Oder wenn das Wetter schlecht ist, dann macht es der Whisky wieder gut. Das kann man hin oder her rechnen. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall, bei euch vorbeizuschauen, ganz sicher. Ja. Eure Produkte gibt es eigentlich nur bei euch in einem Online-Shop. Ihr habt nicht unbedingt andere große, ich sag mal, Online-Plattformen, Whisky-Shops, wo ihr da eure Produkte da platziert. Noch nicht. Wird das eines Tages kommen oder bleibt es so eine lokale Spezialität mit lokalen Online-Shop-Möglichkeiten? Wir sind in vielen Märkten gelistet. Rewe sind wir Partner. Einige kommen in Zukunft noch dazu, Edeka-Märkte auch, einige Fammeler-Märkte in der Region, also alles, was nördlich von Berlin ist, aktuell. Und der Plan ist auch, weiter im Westen auch zu expandieren. Da ist Globus auch ein Partner geworden mit den Märkten, dass wir damit reinkommen. Und online haben wir unseren Online-Shop tatsächlich und wir verkaufen online über unseren Shop. Es gibt einige Online-Shops, die unsere Produkte auch haben, aber dann mit
ordentlich Aufschlag, ja. Das, aber das ist nicht, die kaufen dann bei uns ein und machen dann ihren Aufschlag drauf. Aber geplant ist das erstmal noch nicht, dass wir groß in die Online-Shops gehen. Das machen wir über den Eigenvertrieb dann. Ja. Okay. Störtebecker-whisky.com, ja? Genau. Super. David, würdest du sagen, du bist jetzt relativ neu noch in der Brennerei mit dabei, hast aber mit Sicherheit doch auch die Möglichkeit gehabt, auf welche der ersten oder früheren Abfüllungen zuzugreifen. Würdest du sagen, der Störtebecker Whisky hat sich in der Laufzeit der Brennerei verändert oder ist er immer noch genau gleich wie am ersten Tag? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich kann schon sagen, dass sich der Whisky zum Teil vom Rohstoff her ein bisschen verändert hat. Das ist halt so, dass der Kliso damals eine Vollmeische hergestellt hat und heute ist das Verfahren, hat sich halt ein bisschen geändert. Ne? Also die Rohstoffe sind immer noch hochwertig, da lassen wir uns auch nicht lumpen. Also wir kaufen viel regional ein, soweit es möglich ist. Es ist halt so, dass wir dadurch aber auch eine leichte Änderung erfahren werden. Auch dadurch, dass sich die Brennanlagen verändert haben. Wir haben damals auf einer 300-Liter Brennblase gearbeitet, heute auf einer 1000-Liter Brennblase. Also es ist schon so, dass die Destillate nicht mehr 100% gleich sind. Der Ausgangsstoff ist es aber tatsächlich noch. Ne? Mit dieser Besonderheit, dass wir halt auch regionale Malzsorten in Zukunft anbieten werden. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die Qualität besser wird. Also dadurch, dass wir einfach einen standardisierten Prozess haben jetzt, kann man sagen, dass die Produkte sauberer werden, dass die Produkte vielleicht auch gar nicht 15 Jahre liegen müssen in Zukunft. Ne? Und insofern bin ich da guter Dinge, dass wir auch in Zukunft erstklassigen Whisky anbieten werden. So, das war für mich genau das wichtige Stichwort. Ich wollte das nur raushören, ob es, ob du das denn auch so bestätigen kannst. Denn für mich war eine meiner absoluten Erfahrungen, ich hatte einen Störtebecker Whisky sicher schon viele Jahre her, einer der ersten muss es gewesen sein, der mich jetzt, ich sag einfach mal direkt, nicht 100% überzeugt hat. Und dann, wie das leider viele machen, die mal grundsätzlich ihren ersten deutschen Whisky probieren, dann jahrelang nicht mehr angepackt. Ja. Und dann wieder zu meinem ersten Besuch auf Rügen, weil ich dann dachte, ja gut, wenn es hier nichts anderes gibt mit Whisky, dann gehst halt dorthin. Ja. Und es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen und dachte, das ist doch ein anderes Produkt wie das, was du beim letzten Mal probiert hast. Und zwar, ich würde sagen, ein völlig anderes, also nicht nur in Nuancen, sondern wirklich ein völlig anderes Produkt. Mhm. Und ohne da jetzt zu viel interner zu erzählen, im Frühjahr war ich in der Jury für den German Whisky Award. Und dort war unser allererster Whisky euer Classic. Und es war so, dass alle in der Jury im Prinzip gesagt haben, oh, wenn es so weitergeht und sich das dann, also das war ja die erste Kategorie, ja, also wir waren noch weit weg von den Fassstarken und den besonderen Geschichten bezüglich irgendwelchen Lagerungen und so weiter, sodass wir gesagt haben, wow, wenn das der Einsteiger ist und das sich ab jetzt auch noch weiter steigert, mega, ja. Es war leider über die Laufzeit der Verkostung nicht so. Es gab dann doch auch andere Eindrücke, aber es war definitiv so, dass alle in der Blindverkostung von eurem Produkt abgeholt waren und dass er überzeugt und begeistert hat. Und das war für mich dann wieder der Punkt, dass ich gesagt habe, Moment, jetzt musst du den Classic mal wieder aus dem Regal ziehen und habe mir den dann doch tatsächlich aufgemacht. Ich kann euch so viel sagen, er hat nicht lange überlebt. Ja, das freut uns zu hören, natürlich. Also ja, ist immer ein schönes Kompliment, sowas. Ja. Und wir arbeiten auch dran, dass wir in Zukunft auch einen Teil des Classics auf 4 Jahre ausbauen können. Also es ist so, dass wir auch den einen oder anderen Überhang haben aus dem vorherigen Jahrgang. Und vielleicht schaffen wir es dann auch tatsächlich, den 3-Jährigen auf 4 Jahre zu heben. Aber das wird sich in Zukunft zeigen, ne, wie wir da aufgestellt sind. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Qualität eher nach oben geht als nach unten. Ich bin sehr gespannt. Jason, hast du noch Fragen an die zwei?
Nee, vielen Dank. Ich fühle mich hier absolut bestätigt, dass ich eine Flasche kaufen muss und teilen muss, damit ein paar Leute hier mehr davon einfach erfahren. Ja, also sehr, sehr gut. So, danke. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Einladung. Danke. David, Christian, herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Bitte grüßt alle in der Brennerei von uns und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ich plane es, euch wieder zu besuchen im nächsten Frühjahr und hoffe vielleicht auf den ein oder anderen Zuhörer, der zur gleichen Zeit dort sein wird, besucht die Jungs und Mädels vor Ort. Ich wünsche euch alles Gute und Jason, wir schalten, glaube ich, noch mal ganz kurz von hier aus dann nach Rüdenau. Genau, St. Kilian, ein bisschen Werbung. Ah, okay. Ja, servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist Mario Rudolph von St. Kilian Distillers. Wir laden am 28.12. zwischen den Jahren ein zu unserem grandiosen Rekord-Tasting. Wir haben wirklich tolle Whiskys mit am Start. Unsere Exceptional Range, die Misonara Vollreifung, Peated. Wir haben die Solera wieder dabei. Ja, ein tolles Champagnerfass, ein Champagner Vinclair. Und letzten Endes die Signature Edition 14. Ja, seid mit dabei. Bis bald. Ciao. Wow, das war ganz schon viele gute Informationen, die wir hier bekommen haben, hier von der Störtebeker Whisky-Brennerei, denn dort auf Rügen. Ich freue mich sehr, Sie eines Tages hier zu besuchen. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns Made in Germany, der Whisky-Podcast, zuhört. Vielen Dank dafür. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Im Dezember wird's wieder spannend, versprochen. Bis dahin, ciao.